Hallo liebe Gattl- und Ferkel-Fans. Es ist schon eine Zeit her, dass ich das letzte Video gemacht habe. Mit dem Video möchte ich euch ein kurzes Update geben, was in den letzten paar Wochen passiert ist. Erstens ist passiert, ich habe einmal einiges an Flohmarktware bekommen, und zwar genau oder circa so viel wie das Volumen von meiner Werkbank hat. Da waren dabei alte, also Schraubensortimente, Nägelsortimente, Winkel, Handwerkzeug, Feideln, alles was man irgendwie in einer Werkstatt brauchen kann. Teilweise waren Elektrogeräte dabei und. Also ich habe das von einer Haushaltsauflösung bekommen. Bei so einer Gelegenheit musst du einfach zuschlagen. Man muss allerdings sagen, es hat sehr ausgeschaut da herinnen. Es war sehr viel Arbeit. Ich habe, glaube ich, 2 Wochen nur sortiert. Mir hat das schon so angezipft. Aber was tut man nicht alles für die Sachen? Jeder, der das für euch schon mal gemacht hat, weiß, dass das ein Haufen Arbeit ist. Und aufgrund von der Tatsache, dass mir klar geworden ist, dass mit dem Platz nicht mehr ausreichen wäre, den ich gehabt habe bis jetzt, habe ich ein bisschen umplanen und umdisponieren müssen. Jetzt ist die Werkstatt-Baustelle noch größer geworden und war noch weniger Ende in Sicht und. Da ergibt eins das andere und du wirst nie mehr fertig da. Es ist ein Wahnsinn gewesen, einfach so viel Schachtel kannst du gar nicht haben, damit du das ganze Zeug irgendwie gescheit sortieren kannst. Ne? Von einer Box in die andere sortiert und dann wieder von der Box in 3 andere Boxen und wieder retour und überlegt, ob man das brauchen kann, und irgendwann sagst du, naja, eigentlich habe ich eh schon 1000 gleiche Schrauben, jetzt das was überbleibt, mache ich nur mehr die Box oder den Sortimentskosten vor, den Rest tue ich irgendwie anderwertig lagern oder verbauen, oder das wird fürs Verbasteln dann hergenommen oder sonst irgendwas. Ein Sortimentskosten in anderen Sortimentskosten befüllt, aufsortiert, umgelagert, von links nach rechts umgeschlicht und wieder zurück und aufsortiert wieder und überhaupt. Es war ein Wahnsinn. Also man hat nur mehr Wägel gehabt da herinnen. Im Zuge von der ganzen Aktion, nachdem ich das dritte, vierte Mal in irgendeiner Ecke oder irgendeiner Seite vom Raum geschlicht habe, habe ich mir dann überlegt, okay, sortiere ich meine alte Werkbank und das Zeug, was da drauf liegt, auch gleich auf. Passt, dann geht das hinein. Da war meine mobile Werkbank, auf der ich jetzt gerade so herumlaufe, ist super, weil du hast wirklich von eins ins andere umschirmen können, und wenn du es nicht braucht hast, ein Stück weg, und ich habe dabei alles drauf geschlicht gehabt, paar zusätzliche Platten teilweise aufgelegt, dass mir aufgeht und. Und dann war es so, hat sich die Frage gestellt, okay, die Küchenkastel, die da hinten gehängt sind, ist die Oberschränke quasi, ne? Die waren zwar super, haben einiges an Stauraum gebraucht, aber ihr habt das in die ganz ersten Videos gesehen, die haben so viel Schotten gemacht, dass einfach, das waren Lichtschlucker, und da war das Ambiente im Raum war eigentlich schlecht, und du hast da unterhalb nicht gescheit reingesehen, eben weil es so dunkel war. Jetzt bin ich hergegangen, habe das ganze Zeug, habe mir gedacht, okay, ich werde es weiterverwenden, ich baue es einfach woanders hin, was nicht stören, ich hänge es woanders auf, damit der Stauraum nicht verloren geht. Nimm das ganze Zeug da hinten oben. Und siehe da, der Raum wird gleich einmal freundlicher. Ne? Von eins ins andere geschlicht und wieder zurückgekommen. Der Kaffee darf nicht fehlen. So. Und irgendwann nimmt das ganze Zeug dann einmal sein Ende. Und die Oberfläche der Werkbank kommt einmal grundsätzlich zum Vorschein. Was ja schon mal cool ist, weil wenn du schon mal die Werkbank-Oberflächen siehst, dann hast du das nicht mehr so weit. Ne? Das war ja früher nicht so der Fall. Nachdem der Raum, nachdem die Wand jetzt immer freundlicher ausgeschaut hat, fehlt noch die... war noch die alte Werkzeugwand. Also das ist so eine Systemwand mit Lochplatten. Ihr kennt das sicher, wo ihr verschiedene Haken einhängen könnt, damit ihr das Werkzeug aufhängen könnt und so weiter und so fort. Das habe ich mir irgendwann einmal gekauft gehabt. Ich will es aber nicht weggeben, weil es ist praktisch, es verträgt nicht. Und was bei mir das Problem ist, ich kann nicht so viel Holz hier unten her tun, weil es einfach zu feucht wird teilweise, und dann das kann ich nicht brauchen. Nachdem das Zeug herunten war, habe ich das dann auch noch gestrichen, die Wand, was gleich extrem viel ausgemacht hat. Auf einmal ist es hell und weiß und überhaupt freundlich. Und vorher war es da ein bisschen, ja, ich habe das jetzt übersehen. Ne? Deswegen werde ich den irgendwie weiterverwenden.
Ihr werdet es dann in der nächsten Video sehen, was ich theoretisch daraus machen werde. Also ich habe mir gedacht, ich werde das Graue, das Neutralgraue, wie sie jetzt lackiert sind, werde ich ein bisschen umlackieren. Vielleicht schaffe ich eine alte Steinoptik, das dauert mir Daumen. Die Lochwände, das sind 50x50 circa, also über die komplette Breite von der Wand wird es eine Reihe geben wahrscheinlich, maximal zwei Reihen hoch. Wobei die linke Seite, auf der Seite da hinten, da irgendwo, da kommt das Metallwerkzeug auf, also Feideln, möglicherweise Hämmer, weiß ich jetzt noch nicht genau, aber alles in der Richtung. Und auf der vorderen Seite, da irgendwo, kommt dann das Holzbearbeitungswerkzeug, diverse Sägen, Äxte und solche Geschichten. Messmittel werden irgendwo in die Mitte reinkommen und eine Uhr werden wir noch bauen. Das macht Sinn, weil die habe ich beim Zusammenrahmen gefunden. Übrigens, Zusammenrahmen im Keller bzw. im Lagerraum oder Werkstattraum ist super, weil da kommst du auf Sachen drauf, die was du schon längere Zeit gesammelt hast, was du irgendwann einmal gedacht hast, das war ein super Projekt. Okay. Aber wenn dann die super Projekte immer mehr werden und irgendwann du das Zeug dann vergisst, weil es nicht dazukommt oder so, dann ist auch für nichts. Und deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt zusammengeräumt habe, weil es werden teilweise da recht lässige Sachen draus. Und vor allem jetzt kann ich schön aufhängen und präsentieren und das passt. Ne? Der Rest, den ich nicht brauche, der wird entsorgt, ganz einfach. Beinhart. Da kenne ich nichts. Ich kann es aber noch nicht entsorgen, weil auf meinen Anhängern noch immer die 6 Regenfasten langstehen. Aber die werden schon verbaut. Ne? Das Regalsystem hinter mir, das ist eine alte Küche gewesen, ne? Die ich mir im Prinzip für meine Werkstatt um- oder zweckentfremdet habe, weil es wäre schade, wenn ich die ganze Regalgeschichte und die Kästen weg tue und ich kaufe mir dann was Neues, ne? Macht keinen Sinn. Dadurch, dass ich die Schränke jetzt alle ganz knapp zusammenstelle, habe ich hinterhalb die Sperrholzwand ausgetaut, damit das nicht schimmeln kann, damit da ein bisschen Luftzug passiert. Das eine Kastel habe ich noch zwischen reingebaut, ein bisschen reingepfuscht, aber wenn die Tür geschlossen ist, sieht das kein Mensch mehr. Die Anschlagseiten war auf der verkehrten Seite, jetzt habe ich das ein bisschen umbauen müssen. Und die Arbeitsplatten in der Hälfte auseinandergeschnitten, das sind 25 cm, was hinten dazukommen. Insgesamt sind es jetzt die Tiefe 75 cm, das ist super zum Arbeiten. Und habe das einmal testweise quasi so vorbereitet und angeschraubt. Da bin ich allerdings drauf gekommen, dass das nicht gescheit funktioniert, weil die Küchenschränke oben Löcher haben. Die haben keine Verstrebung, wo du das Zeug ordentlich aufschrauben kannst. Jetzt ist es aber so, dass die Arbeitshöhe von den ganzen Schränken eher niedrig war. Dann habe ich gesagt, die Arbeitshöhe muss höher werden. Das heißt, ich habe es einfach aufdoppelt. Ich habe ganz normale so die Palettensteher, was wir rausgearbeitet haben, ein bisschen aufgearbeitet, also abgehobelt habe ich es. Ihr seht, meine Absauganlage besteht aus einem Müllsack, da habe ich die groben Hobelspäne einmal reinfallen lassen. Das hat eigentlich nicht schlecht funktioniert, aber irgendwann war es mir dann zu blöd und habe das ganze Zeug oben da. Die habe ich einfach oben drauf gelegt, ganz normal. Vorher habe ich noch die Arbeitsplatten abgeschliffen, dass die in Naturoptik daherkommen. Diesmal ohne Löcher, also die sind voll. Weil auf der mobilen Werkbank habe ich ja das Lochsystem drinnen, was die Bankhaken einhängen kannst, damit du irgendwas einspannen kannst und sonstiges. Jetzt habe ich aber irgendeine Fläche gebraucht, die geschlossen ist, damit die Sachen einfach nicht durchfallen. Und für das habe ich das gemacht. Ne? Schaut übrigens super aus und wenn die gelbe Beschichtung fort ist, dann macht das gleich einmal ein bisschen mehr Ambiente. Ne? Schaut, also ihr seht das jetzt auch nicht, ich bemühe mich, dass die Farbe neutral ist, so wie es wirklich dargestellt ist. Es ist aber, also es weicht ein bisschen ab, aber im Grunde trifft es das schon ganz genau. Ne? Ihr seht es da bei der mobilen Werkbank, wer das Video gesehen hat, ich habe das mit Leinöl einlassen. Das ist so goldgelblich. Mittlerweile, ich habe es dann noch einmal einlassen, ein paar Tage später drauf. Dann ist der Fall quasi erledigt. Ihr müsst das normalerweise nicht machen, zweimal reicht. Wie gesagt, das ist so goldgelblich. Da hinten habe ich die Arbeitsplatten eingewachst mit einem lebensmittelechten Hartwachs. Das habe ich beim Zusammenrahmen gefunden. Den restlichen Überstand habe ich einfach abgeschnitten, ganz normal. Und ich wollte schon immer mal eine Japansäge haben.
meine alte Säge war jetzt nicht mehr sonderlich gut und die Entscheidung für eine Japan-Säge ist eben in den paar Wochen gefallen einmal. Im Grunde ist das keine große Hexerei, dass du eine Japan-Säge kaufst, aber es gibt so viele verschiedene, dass als Konsument jetzt und als Nicht-Experte wahrscheinlich komplett überfordert bist, dass das Richtige drum für dich selber organisierst. Ne? Jetzt ist es so, ich habe mir eine aus dem Internet bestellt, habe einiges recherchiert und im Endeffekt war irgendwann einmal der Zeitpunkt da, wo ich gesagt habe, okay, jetzt bestelle ich eine, weil sonst komme ich nie mehr weiter. Ne? Und habe Japansäge eben mit Griff und Ersatzblatt bestellt. Das dürfte eine japanische Mittelklasse Marken sein, nach der Beschreibung noch. Und hat so circa, ich glaube, mit einem Ersatzblatt so circa 60 oder 70 Euro kostet ungefähr. Okay, das war es mir wert. Mit der Japansäge habe ich eben dann ein bisschen probiert. Und da muss man sich halt dran gewöhnen, dass da die Schnittleistung und das Ganze nicht so wie bei europäischen Sägen nach vor passiert, ne? Also wenn du nach vor schiebst quasi, sondern auf Zug zu dir her. Ne? Das ist es geht leichter und man schneidet schneller. Aber man muss sich darauf gewöhnen, weil die Sägeblätter andere Eigenschaften haben und wenn du nach vor schiebst und du verkannst, kann es sein, dass das Sägeblatt einreißt und dann ist das Ganze normalerweise kaputt. Ne? Da muss man halt ein bisschen üben, ganz normal. So ist es auch auf der Internetseite beschrieben gewesen. Und jetzt, wenn du nicht unbedingt zwei linke Hände hast, wird das kein Problem sein, muss man sich halt ein bisschen drauf gewöhnen. Es funktioniert übrigens ganz gut. Ne? Ja, die Baustelle ist dann weitergegangen. Im Endeffekt habe ich die Arbeitshöhe ein bisschen aufdoppelt, die Arbeitsplatten fixiert drauf und dann ist es aber auch schon losgegangen, dass ich den ehemaligen Schrank, der da in der Mitte gestanden ist, ganz ins Eck rein da habe, aufgehängt habe. Darunter kommen dann vom Wolfcraft zum Mini-Arbeitstisch, den ich schon längere Zeit gehabt habe, aber nie mehr gebraucht habe, weil er in der Verpackung drinnen war. Ist ganz kommod zum Mitnehmen und so weiter. Der ganze Oberschrank ist im Prinzip mit Schleifmittel vollgekramt, Schleifpapier. Die Wasserwagen werden dann aufgehängt. Über den Oberschrank ist dann im Prinzip dann drauf die zwei Schleifböcke, die was ich ebenfalls aus der Haushaltsauflösung bekommen habe. Möchte man dann als Projekt so eine kleine Schleifstation bauen, wo unterhalb im Prinzip ein großes Schraubenregal drinnen ist mit Auszugladen. Das ist ein ehemaliger Küchenschrank von uns. Den muss ich ein bisschen umbauen und zweckentfremden und dann habe ich mir oben so eine Tischplatte gekauft. So eine Küchenarbeitsplatten im Abverkauf, das hat gekostet 10 Euro haben wir da oder so irgendwas. Da kann man dann die Schleifgeschichten aufführen und dann kann man dort auch schön arbeiten. Ebenfalls mobil, das ist mir wichtig, dass das Ganze verschiebbar und flexibel ist. Das habe ich jetzt gesehen bei der Werkbank und das ist extrem geil, wenn du das von einem Eck ins andere und wieder zurück und dreimal dran und überhaupt verschieben kannst. Als wenn du fixe Stationen hast, wo du dann komplett unflexibel bist. Weil wenn ich einmal mehr Raum brauche, dann brauche ich das Zeug nur auf Seitenschirm und habe das einfach. Ne? Ansonsten bist du wirklich eingesperrt und kommst nicht mehr weiter dann. Ne? Zum Schluss von der ganzen Aktion mit dem Oberschrank habe ich dann eine Hälfte von meinem alten Snowboard aufgehängt, das habe ich einfach normal draufgeschraubt. Da wird wahrscheinlich, ich weiß noch nicht genau wie ich es mache, aber auf der Seite, wo das Snowboard hängt, werden auf alle Fälle meine Bohrer aufgekommen, die brauche ich nicht so oft und da stören sie auch nicht wirklich. Wie ich das mache, weiß ich noch nicht genau, auf alle Fälle dort hinkommen sie dann. Jo, also Abo nicht vergessen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und wir melden uns wieder. Pfiat!